Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Unboxing für dich und zwar habe ich von Lookfantastic tatsächlich zugeschickt bekommen. Ich bin hin und weg. Die Valentinstags-Edition. Also wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich hätte theoretisch auch einen Code bekommen, damit ihr die Box ein bisschen günstiger bekommt, die normalerweise 60 Euro kostet. Die ist aber schon dermaßen schnell ausverkauft gewesen, dass es leider nicht mehr die Möglichkeit gibt, sie zu bestellen. Aber ihr habt in diesem Video die Möglichkeit, eine Box zu gewinnen. Yay! Ich finde es auch total großartig, denn es kam in zwei verschiedenen Paketen. Eine Box kam gestern und die andere Box kam heute. Deswegen habe ich auch heute erst gesagt, so jetzt drehe ich das Video auch ab, weil ich wusste nicht genau, wie das jetzt ist, ob ich jetzt noch eine Box habe zum Verlosen, ob das direkt von Lookfantastic geschickt wird oder so. Und Gott sei Dank habe ich jetzt zwei Boxen hier. Die eine liegt jetzt hier vor mir, die andere ist noch da vorne eingepackt im Karton. Und alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. Und Leute, ich bin echt total geflasht. Also erstmal an euch vielen, vielen Dank. Denn ich weiß nicht, wie viele von euch Lookfantastic angeschrieben haben und gesagt haben, wollt ihr nicht vielleicht mal die Claudi anschreiben und fragen, ob ihr zusammenarbeiten könnt? Ich hatte auch schon mal dorthin geschrieben, aber da ist es leider nicht zur Kooperation gekommen. Also mega geil, dass wir jetzt eine haben. Jedenfalls in Bezug auf die Special Edition Boxen, ne? Und ich bin geflasht, ich finde es richtig geil und Hey There Lover ist natürlich die optimale, der optimale Startschuss oder die optimale Box, um eine Kooperation zu beginnen, sage ich jetzt einfach mal, denn es ist eine Box voller Liebe. Jedenfalls soll das der Valentinstag ja auch quasi so bringen, ne? Okay. Die Produkte, die hier in der Box drin sind, werde ich euch natürlich unten in der Infobox verlinken. Falls ihr hier ein Produkt richtig, richtig geil draus findet und das auf jeden Fall nachkaufen möchtet. Ich bin auch sehr gespannt, was sich hier drin verbirgt. Ich habe da tatsächlich einmal quer gelesen, ich habe es aber auch schon wieder größtenteils vergessen. Das heißt, es ist jetzt halbwegs so ein bisschen, ich weiß noch nicht genau, was drin ist. Das ist jetzt so ein ganz fancy Design, weil man muss es irgendwie aufschieben, habe ich gesehen. Zack, die eine Seite ist aufgeschoben. Das ist echt aufregend, Leute, ne? Und das ist halt ganz, ganz speziell. Und die haben ja auch zu Ostern die Eier und sowas. Das ist designtechnisch immer ganz groß mit dabei. Valentine's Day Collection. 14. Februar ist Valentinstag, Leute. Ne? Ich habe schon was für meinen Freund bestellt. Der wird einen Werkzeugstrauß von mir bekommen, so wie jedes Jahr tatsächlich. Und ich habe auch ein Buch bestellt. Die Bucketlist für Paare kann ich euch mal in der Infobox verlinken. Fand ich ganz witzig. Hatte irgendwer mal empfohlen und das habe ich jetzt nachgekauft. Auf jeden Fall. Schreibt mir auch gerne unten in die Kommentare rein, falls jemand nämlich noch Ideen braucht, was ihr eurem Partner oder eurer Partnerin zum Valentinstag schenkt. Falls ihr euch überhaupt was schenkt, weil man muss ja nicht schenken. Es reicht ja auch einfach, wenn man sein Herz verschenkt. Oder was man sich selber schenkt, weil das kann man sich auch selber schenken. So eine Valentinstagsbox, ne? Ja, ich bin aufgeregt. Okay, dann kann man nämlich hier, die Box aufklappen. Boah, ist das schön. Und dann hast du hier überall so Fliegeherzchen mit einem Schlüssel dran. Also quasi der Schlüssel zum Herzen. Ist das nicht romantisch? Das ist Kitsch pur. Und hier haben wir dann, ich denke mal, das Heftchen, wo drin steht, was drin ist. Und damit mir der Arm nicht abfällt, zeige ich euch noch einmal kurz den Blick in die Box rein. Mega. Also das sieht so fancy aus. Das haut mich ja um, ne? Okay, so. Welcome to the Self-Love Club. Willkommen zum Selbstliebe-Club. Ja, sowas kann ich auch mal ganz gut gebrauchen. Upsala, da sind die ganzen Produkte aufgeführt. Egal. Mit der Beschreibung und ich glaube auch mit den Preisen. Nein, nicht mit den Preisen. Die suche ich euch raus, ne? Suche ich euch raus und packe euch die dann unten in die... die packe ich euch hier außen Optionen. Die Links packe ich euch in die Infobox. Ich bin aufgeregt. Ich habe ja bei mir selber die kleine Challenge oder diese Aufgabe, die ich mir auferlegt habe, dass ich von allen Beautyboxen, die bei mir in dem jeweiligen Monat einziehen, die dekorativen Kosmetikprodukte sammle, um dann am Ende des Monats ein Fullface damit zu schminken. Ich habe mir überlegt, dass es eigentlich auch ganz cool ist, wenn ich da die Special-Boxen mit reinnehme. Weil je mehr, desto besser eigentlich, ne? Das heißt, auch wenn hier dekorative Kosmetik drin ist, was mit dabei sein wird, dann kommt das in mein Full-Face-Schminky mit rein. So, genug geredet, ich fange jetzt bei dem größten Moppet an. Habe ich Bock drauf. Elemis Pro Collagen Rose Cleansing Balm. 100 Gramm. Leck mich fett. Super Cleansing Treatment Balm. Und ich liebe Reinigungsbalsame.
Und der ist auch noch Anti-Aging, Leute. Da geht die Post ab. Und das ist doch mal ein Riesending. Ich meine, guckt euch diesen Karton an. Ist da wirklich nur der Cleansing Balm mit drin oder ist da noch irgendwie mehr mit dabei? Weil da gibt es doch, glaube ich, auch diese Tücher oder so, ne? Vielleicht ist da auch ein Tuch mit bei. Gucken wir mal. Ja, da ist dieses Tuch mit bei. Finde ich klasse. Boah, wie hieß das noch? Das hat irgendeinen ganz speziellen Namen. Musulintuch oder sowas. Ne? Was man halt auch so für... Weiß ich nicht. Ich glaube, das ist so ein Ding, oder? Ich will es jetzt nicht falsch sagen. Weil du nimmst so einen Cleansing Balm, reibst den über dein trockenes Gesicht. Ne? Komplett, damit die Geschichte aus deinem Gesicht quasi gelöst wird. Dann nimmst du deine Finger, machst einmal pfup unter dem Wasser, gehst dann vorsichtig mit deinen Fingern nochmal über die Haut und emulgierst das Ganze, so nennt sich das. Das heißt, kleine Schaumviecher bilden sich und die ganze, also Wasser mit Balm und Make-up-Gedönsen verbindet sich und dann löst sich die ganze Rotzepampe einfach besser im Gesicht. Um es noch besser hinzukriegen, nimmst du dir diesen wunderschönen Lappen, dieses Tuch, was du vorher unter warmem Wasser nass gemacht hast. Den hast du dann ausgewrungen und dann legst du dir den einfach auf dein Gesicht und lässt das so drauf. Kannst es auch so ein bisschen anbatschen und dann wird quasi das Tuch, ne, an deiner Haut und die Wärme und dann löst sich das alles besser. Und dann kannst du vorsichtig anfangen, das Ganze so runterzunehmen und hast dann quasi deinen First Step vom Double Cleansing gemacht, weil du dann quasi deine grobe Geschichte vom Gesicht runtergenommen hast. So. Danach sollte man sich nochmal mit dem Schaumreiniger das Gesicht nochmal ordentlich reinigen. Ja, und hier haben wir dann auch wahrscheinlich den Balm drin. Finde ich spektakulär. Ich stehe aktuell so auf diese Reinigungsbalsame. Das ist echt der Wahnsinn, weil ich habe dieses Double Cleansing sowieso für mich entdeckt, ne? Und das sieht so schön aus. Also, ich meine, dieses Elemis Logo ist ja sowieso schon mal ein Traum. Da feiert man das ja sowieso, wenn man das schon mal irgendwo drauf hat, weil das ist halt so richtig, ne, in dem Deckel drin. Und dann hat man hier den Cleansing Balm, was einfach ein Oschi von Ding ist. Der ist ja so groß wie meine Handinnenfläche. Hammer. Also da freue ich mich drauf. Rose ist sowieso vollkommen meine Welt. Anti-Aging und ich, wir sind so. Also das ist ja Wahnsinn. Finde ich klasse. Super Cleansing Treatment Balm. Also mega geil. Da macht man auf jeden Fall jemanden sehr glücklich mit. Und ja, ich will euch das jetzt nicht zu heiß machen hier mit der Box, aber man hätte jetzt 60 Euro für die Box bezahlt. Aber Leute, denkt auf jeden Fall dran, es kommt sehr, sehr bald und es ist nicht mehr weit bis Ostern, die Oster-Edition auch raus. Und da werde ich euch auch auf Instagram auf dem Laufenden halten. Falls du mir noch nicht folgen solltest auf Instagram, da heiße ich AIDUIKP, Claudia rückwärts und ein P dahinter. Merkwürdiger Name, aber es ist meiner. Und habe ich da schon ganz schön lange drüber geredet, ne? Okay, das nächste ist dekorative Kosmetik. Yay! Ila Maska Beyond Liquid Highlighter 15 ml. Das ist natürlich richtig krass, ne? Also 15 ml Highlighter. Highlighter brauchst du jetzt nicht Full Face. Das macht man sich ja meistens nur so hier hin, ne? Da wirst du lange Spaß mit haben. Aber das finde ich cool, weil Ila Mask ist eine ganz, ganz tolle Marke. Und die Farbe ist OMG. Und ich habe das als Puder-Highlighter. Und der ist so Hammer. Der beamt dich ins nächste Universum. Das ist wahnsinnig cool. Der sieht ja auch fancy aus. Guck mal, diesen Ausfluss nenne ich es jetzt einfach mal. Hammer. Und das scheint halt so ein richtig schöner champagnerfarbener Highlighter zu sein. Ja, ich hätte hier vorher einen anderen Swatch wegmachen können. Habe ich auch eben etwas geschminkt, ne? Da musste man ja auch vor sich hin swatchen. Und dann gucken wir uns mal das an. Boah, das sieht aus wie eine Perle auf der Hand. Das ist echt wahnsinnig schön. So, und jetzt nehme ich meinen Finger. Dann verblenden wir das also so viel. Boah, ist das schön. Hat so einen leicht Rosé-Touch mit dabei. Ist ein bisschen dunkel, aber wenn ich das nur sehr dezent verwende und dann gut ausblende, dann kann das auch bei meinem Hautton gut funktionieren. Ja, Sammy hat es schwer im Hintergrund, ne? Aber da sieht man den Glow. Das gefällt mir. Das sieht schön aus. Da hast du keine... Du hast nur ganz, 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 ganz wenige kleine Glitzerpigmente. Aber es ist halt nicht so störend, ne? Wie das bei anderen Highlightern manchmal der Fall ist. Aber ich mag die von Ila Maska so gerne. Also das ist schon mal krass.
super hochwertige Produkte, ne? Aber die hast du halt meistens in diesen Boxen mit drin. Und ich feiere das halt, vor allem, wenn das diese Special-Boxen sind, wo du sowohl Pflege als auch dekorative Kosmetik mit drin hast, ne? Weil das ist so dieser Mix, der das Ganze ausmacht. Dann haben wir einen Sticker mit dabei. Das finde ich auch cool. Look Fantastic Beauty Box. Warum? Ich meine, finde ich cool, aber warum? Fancy? Hä? Wo soll ich mir den hinkleben? Ich weiß es nicht. Ja, dann habe ich hier ein Pflegeprodukt drin. Das ist ziemlich witzig. Denn ja, genau das habe ich letztens in sehr, sehr klein gehabt und aufgebraucht. Das hat mir nämlich die liebe Marion im Adventskalender geschenkt. Das ist von Ren Clear Skincare. Der Ready Steady Glow Daily AHA Toner. Da sind 250 Milliliter drin. Und ich muss gestehen, ich bin ja kein Freund von diesen Säuren auf der Haut. Ich bin da super, super vorsichtig und auch immer so, dass ich sage, ah nee, Angst, Hilfe, ich will nicht, dass mir mein Gesicht abfällt. In dem Produkt hast du aber irgendwas mit Milchsäure drin. Und diese Lactic Acid to Gently Exfoliate. Dieses Lactic Acid ist nämlich die, meines Wissens nach, diese Einsteigersäure, also die mildeste Säure, die man so fürs Gesicht haben kann. Ne? Und deswegen kann ich mir auch wirklich vorstellen, dass ich den auch wieder verwenden werde. Würde ich tatsächlich eher für abends empfehlen und nicht für morgens, weil so, wenn du dir Säure ins Gesicht gibst, ist deine Haut natürlich angreifbarer, zum Beispiel auch für die Haut, für die Sonne. Und dann gebe ich mir das lieber abends halt einfach drauf und halt nicht morgens. Und ich finde, dass ich, als ich den verwendet habe, schon eine ganz gute Geschichte mit meiner Haut hatte. Das hat mir schon gut getan. Das heißt, ja, ich werde das jetzt verwenden wieder. Ich bin da immer noch mit so einem kleinen, ich habe Angst davor, ne? Das ist merkwürdig, es ist wirklich merkwürdig. Aber es ist cool. Und das sieht mir so aus, als wäre das wirklich so ein Draufdrückspender wie bei, kennt ihr das, wenn man Nagellackentferner hat, ne? Da hat man das ja manchmal, dann kannst du da so draufdrücken, dann füllt sich oben dieses Kram, dann legst du ein Pad da drauf und dann kannst du damit über die Haut gehen. Das ist das auch. Mega geiler Verschluss. Lasse ich aber zu, weil das natürlich auch immer nur eine gewisse Zeit haltbar ist. 9 Monate, ne? Und dann brauche ich lieber erst den, auf den ich jetzt offen habe. Und danach wird der wieder verwendet, weil der mir gut getan hat. Clean to Skin, Clean to Planet. Auch das ist sehr nett. Das ist cruelty free. Auch das ist sehr nett. Jo, eigentlich ein gutes Produkt, ne? Deswegen geil, dass es vor allem in so großer Packung mit drin ist. Okay. Next one. Next one for the Full Face Beauty Box Schminki. Too Faced Better Than Sex Mascara. Oh, ich liebe sie. Natürlich gibt es jetzt in der Drogerie mittlerweile so, so viele Dupes dazu. Müssen wir gar nicht drüber reden. Das wissen wir mittlerweile, glaube ich, alle. Da sind jetzt 3,9 Gramm drin enthalten. Ich habe natürlich hier Backup, ne? Wollen da gar nicht groß drüber diskutieren. Das heißt, ich mache die hier jetzt einfach mal auf, die ich hier habe und packe dann auch meine mit in das Full Face Beauty Boxen mit rein. So sieht das Bürstchen dann aus. Du hast es vorne dick, hinten dick, in der Mitte enger zusammengehend. Es ist ein rundes Bürstchen, ein Kunsthaarbürstchen und ja, es macht richtig geile Wimpern. Es riecht nach Mascara, es ist nichts Wildes, ne? Aber es ist eine der Mascaren überhaupt. Also ja, viele Mascaren funktionieren bei mir sehr, sehr gut, ne? Also ich kann eigentlich so gut wie jede Mascara als Alltagsmascara verwenden und fühle mich damit wohl, ist okay. Aber wenn ich Wawa Womb Lashes möchte, dann verwende ich entweder ganz spezielle Kombinationen, wie auch jetzt zum Beispiel, da habe ich eine Kombi aus Catrice und L'Oreal. Oder ich greife halt genau zu solchen, wo ich einfach weiß, da reicht die Solo und ich kriege halt ein hammermäßiges Ergebnis. Also ich freue mich, dass die mit drin ist, weil wenn die jetzt in mein Full-Face-Schminki mit reinkommt, weiß ich, dass schon mal mein Augenlook safe sein wird, egal was ich für Lidschatten oder für Eyeliner haben werde. Die wird alles retten, also das ist schon mal sehr nice. Also mit Highlighter und Mascara bin ich dann schon mal safe. Als nächstes habe ich hier etwas drin von 111 Skin. Okay, Rose Gold Radiance Booster. Booster Illumateur or Rose. Hä? Okay. Das ist ein Strahlkraft-Booster. Hä? Wieso Illumateur Oros? Keine Ahnung. Raff das gerade nicht. 1 bis 2 Tropfen machst du in deine Hand und mixt das mit deiner Feuchtigkeitscreme. Also im Prinzip kann man das fast schon als Primer sehen. Man weiß es nicht. Oh Gott, sieht das schön aus. Oh mein Gott, das ist eine, ja nicht ganz Rose Gold, ne, Verpackung unten. Das sind so Drops. Oh, das sieht toll aus.
toll aus. Es ist so ein Glow-Cream. Für mich ist es ein Primer. Jetzt so vom ersten Angucken, vom ersten Denken her. Oh mein Gott. Okay. Das ist auch in der Pipette so rosifarben und goldener Schimmer ist damit bei. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so sieht. Das ist jetzt schwierig zu zeigen, ne? Das sieht schon mal sehr gut aus. Und jetzt habe ich mir auch ein bisschen was auf die Hand gegeben. Also, das ist bestimmt... Es hat auch so ganz zarten Schimmer drin. Und das riecht ganz, ganz angenehm. Oh, ist das toll. Es ist wie so ein Serum. Von der Konsistenz wie ein etwas dickflüssigeres Serum. Ist jetzt hier einfach nass erstmal noch auf der Haut. Ich denke, das kann man doch bestimmt auch als Primer verwenden. Also ich packe es jetzt in meine Schminkekiste als Primer rein. Ist bestimmt ein sackenteures Produkt und ich sage auch so ein Primer, ne? Aber es gibt ja auch sehr teure Primer, um das mal so zu sagen. Man hat leichten Schimmer, man hat einen leichten Glow jetzt. Das sieht man aber sehr, sehr dezent, ne? Aber es feucht, also es fühlt sich Feuchtigkeit gespendet an. Riecht angenehm. Wird verwendet, definitiv. Cool. Rose Gold Radiance Booster. Ja. Hammer. Okay, jetzt haben wir als letztes zwei Haarprodukte hier drin. Und das ist auch wieder... Also diese Box ist echt eine Claudi-Box. Es tut mir leid. Und das sage ich jetzt ernsthaft. Ernsthaft sage ich das nicht nur, weil das eine Kooperation ist, sondern weil ich halt wirklich die Produkte gerade hardcore feiere. Von Aveda haben wir was hier mit drin. Und das hatte ich auch schon mal in einem Adventskalender mit drin tatsächlich. Cherry Almond Softening Conditioner, das machst du dir nach deinem Shampoo rein, und Cherry Almond Softening Shampoo. Tada! Das sind diese beiden Schätzeleien. Und Kirsche und Mandel sind Düfte, die ich sehr, sehr gerne mag. Da hast du 40 ml drin und 50 ml, okay. Finde ich klasse. Es riecht ein bisschen intensiver. Ein bisschen schwerer vom Duft her tatsächlich, als ich gedacht hätte. Weil ich hätte jetzt eigentlich gesagt, okay, wenn du hier Kirsche und Mandel mit drin hast, dann sollte der Duft ja eigentlich eher süßlicher sein, aber nee. Na. Ich habe eine Seifenblase. Die ist weg. Wobei du doch diesen Mandelduft rausriechst, was so einen Hauch von Marzipan hat. Aber du riechst dann auch noch ganz, ganz leicht, weil du es weißt, halt diese Kirschgeschichte auch noch mit raus. Und ich habe hier natürlich jetzt gerade ein bisschen Spack. Aber es riecht angenehm. Also nicht so, wie ich erwartet habe, aber es riecht trotzdem angenehm und ich bin sehr, sehr gespannt drauf. Und Softening kann ich auch grundsätzlich gebrauchen, weil meine Haare brauchen es, weich gemacht zu werden, zu glänzen und Pflege zu bekommen. Und hier bist du echt gut gepflegt, ne? Also das Einzige, was man jetzt hier gegebenenfalls vermissen könnte, wäre Körperpflege. Also du hast hier wirklich komplett den ganzen Kopf gepflegt, also von dekorativer Kosmetik über Abschminken bis hin zur Haarpflege. Aber ich finde das so geil. Also hier sind tolle Produkte drin und die machen mir Spaß und die werde ich behalten und da werde ich meine Freude mit haben. Und vielen, vielen Dank, Lookfantastic, dass wir hier zusammengearbeitet haben, weil das hat echt zusammengefasst wie Arsch auf Eimer. Danke. Ihr Lieben, denkt auf jeden Fall dran, dass ihr in diesem Video eine Box gewinnen könnt. Denkt auch dran, dass ich nach wie vor ja auch Abonnent der Lookfantastic Beauty Box bin und dementsprechend auch einen Rabattcode habe. Der steht unten in der Infobox, auch ein Link und so. Da bekommt ihr dann natürlich auch ein bisschen was günstiger im Shop, auch zum Beispiel das Abo der Beauty Box an sich. Ja. Definitiv eine tolle Box. Ich habe da meine Freude dran und ihr werdet da einiges in der nächsten Zeit auch noch von sehen. Deswegen, ja, ich feiere das gerade hardcore und ja, muss jetzt aber das Video beenden, weil ich ansonsten hier noch zu sehr eskaliere. Ihr Lieben, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gerückt bei mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Beautybox-Unboxings aus diesem Jahr. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!